Schönen guten Morgen. Heute ein bisschen früher, eine Stunde vorher, wie zur gewohnten Zeit, weil ich nachher auch an eine Sitzung muss. Also, ich habe gestern gesagt, mit dem Familienrat. Familienrat ist eine Geschichte, die kann man zu Hause machen, kann man lernen, wie alles andere auch. Berufstätige kennen aber ganz sicher die wöchentliche Sitzung oder die monatliche Sitzung. Bei uns am Fernsehen gab es die tägliche Sitzung, manchmal mehrere, je nach Anlass. Ich würde sagen, wir nehmen nicht die Familie, weil das ist schwieriger. Das komme ich dann später mal dazu, wenn irgend so eine Familie, Erben oder Eltern, die Hilfe brauchen. Das ist dann eine sehr hoch emotionale Geschichte. Wir reden hier aber über wöchentliche Sitzungen, Dauerstress oder Bereicherung. Also was ist ganz genau bei dir? Und wenn du jetzt bei mir dran bleiben willst, ja, dann gib mir bitte ein Like, ein oben nach unten. Ja, du weißt, das ist das, was es möglich macht. Und mein Name ist, die mich noch nicht kennen, ich bin die Ruth Aschilie-Foser. Ich habe Jahrzehnte in den Medien gearbeitet und habe da viele, viele Sitzungen erlebt. Ich gebe dir jetzt ein paar Tipps und ein paar Fragen an dich, was dich dann so extrem stresst. Vielleicht auch nicht, vielleicht freut es dich auch. Was ist ein Projekt? Kennt jeder von euch? Da hat es verschiedene Leute, verschiedene Aufgaben. Einer, der die Sitzung leitet und dann gibt es da den Protokollführer. Was ist zum Beispiel bei dir, wenn du dir mal ganz genau überlegst, wie ist das mit diesen Protokolls? Sind diese Protokolle so geschrieben, dass man nachvollziehen kann, wer was gesagt hat, wer welche Aufgabe hat, wann, zu welchem Zeitpunkt wer was erledigt haben muss? Ist die Sitzung immer effizient, kurz, genau angegeben, wann wir anfangen, wenn angefangen wird, wann Schluss ist? Was kannst du tun? Dinge, die dich zum Beispiel ärgern, was dir auffällt, zum Beispiel, dass Menschen kommen, es ist unerledigt. Dinge, die jedes Mal, ja, ich habe es vergessen oder noch nicht gemacht oder noch keine Antwort. Menschen, die ständig zu spät kommen. Fehlende Kompetenzen im Sinne von, dass diverse Leute diverse Jobs haben, ja, ich mache das. Du hast aber das Gefühl, er kann das nicht oder ihm fehlt der Zusammenhang, er weiß gar nicht, ob er das überhaupt auf die Reihe bekommt. Wie sprichst du so etwas an? Machst du das überhaupt? Oder ärgerst du dich einfach jedes Mal und denkst, wenn der nur endlich mal das machen würde, was er gesagt hat? Kann es auch sein, dass du zum Beispiel mit der Kommunikation, was das für dich ist, nicht klarkommst, traust dich nicht vor die Leute hinzustehen. Vor den Leuten sprechen ist ja eine Sache, wenn einem aber etwas ärgert, ist es ja oft eine Person. Traust du das zu sagen? Wie ist das so mit der Aufmerksamkeit? Ihr habt bestimmt schon Bundeshaus gesehen in der Schweiz oder Landtag in Deutschland oder wo immer. Da sieht man immer so halb leere Säle und die hocken dann und telefonieren oder irgendwas. Das war zum Beispiel oft bei uns der Fall. Der eine hat gesagt, es wird nicht Zeitung gelesen während der Sitzung oder es wird nicht mit dem Handy rumhantiert. Aber er war immer der, der das gemacht hat. Und es hat mich zum Beispiel an die Decke gebracht. Du kannst nicht von anderen was erwarten und dann selbst. Und da sind wir schon beim Stichwort Erwartungen. Was sind deine Erwartungen? Ist der Projektleiter, bist du das oder ist das jemand anders? Wie verhält er sich?
Ist er so bossig und so und so und so und so muss das gemacht sein? Lässt er dich auch zu Wort kommen? Oder ist er einfach der, der Befehle erteilt? Wie ist das zum Beispiel mit den lieben Kollegen? Habe ich vorher angesprochen, die du das Gefühl hast, die verstehen den Zusammenhang nicht. Habe ich zum Beispiel erlebt, dass Kunden mir erzählt haben, da werden immer Dinge versprochen zu einem gewissen Zeitpunkt, weil man ja dann angeblich, wenn man das nicht macht, die Konkurrenz den Job bekommt. Wie sieht das bei euch aus? Wie ist das nach der Sitzung? Geht dann da der Flurfunk los? Wird da gemobbt? Was ich sehr oft in Firmen höre, da ist immer eins oder zwei oder mehrere Leute, die auf irgendjemand nach der Sitzung dann oder eben außerhalb des Teams ja, mobben. Gibt es da auch Leute, die ständig alles von links nach rechts oder von rechts nach links sich in die Tasche lügen? Einfach nicht wahrhaben wollen, dass irgendetwas so nicht funktioniert, dass ihr was überdenken solltet. Und dann komme ich mal zu meiner Technik, wie ich mit Leuten arbeite. Ich frage dich, schreib dir es auf. Was ist die Ursache deiner Wertung in Bezug auf dieses Projekt, auf diese Person? Was hält dich davon ab, deinen Wunsch auszusprechen? Was könntest du das nächste Mal anders machen in Bezug auf Ablehnung oder Rückzug oder diese Emotionen, wie du dich dann eben so ärgerst und du Haarausfall schon fast bekommst? Wir reden hier immer von Burnout-Prävention und die fängt bei dir an. Welche Erwartungen anderer willst dann du nachkommen? Willst du das einfach nur, weil du dich anpassen willst, weil du ein liebes, nettes Kind sein möchtest? Weißt du, so wie früher so? Möchtest du beliebt sein und darum tust du einfach alles? Hast du Angst vor dieser Bewertung, wenn du das nicht tust, dass man dich dann nicht mehr mag? Oder dich aus dem Team rausschmeißt, dich als Querulant ansieht. Da gibt es diese unausgesprochenen Erwartungen an das Projekt vielleicht. Unwahrscheinlich, weil da weiß man ja, okay, dann und dann ist das und das und bis dann und dann muss es erledigt sein. Sondern an die Menschen. Da gibt es so unbequeme Wünsche. So unbequeme Wünsche. Jemand darauf aufmerksam machen, wenn er eben nicht aufmerksam ist. Wird das überhaupt bei euch ausgesprochen oder hat das null Platz? Und dann arbeite ich damit, dass ich sage, welche Fragen könnten mir helfen, mich unmittelbar aus einer Bewertung rauszuholen? Wir haben gelernt, richtig. Und falsch, gut und schlecht. Und dazwischen hat wie keinen Platz. Wir werten alles. Wir verpassen alles, einen Label sowie den Kleidern. Es hat jedes Kleidungsstück hat eine Etikette und das tun wir mit den Menschen auch. Nein, frag dich mal, was ganz genau ist das? Und dann mache ich hier jetzt mal eine Frage rein, die du dir vielleicht so ein paar Mal, ja, nein, mach's einfach. Wie vital, real und wichtig hast du deine Wertungen, deinen Rückzug und deine Ablehnung gemacht, dass diese für dich realer sind als die Fähigkeit deiner inneren Wahrnehmungen? Und alles, was das ist, bist du bereit, das zu zerstören und umzukreieren? Ja? And right and wrong, good and bad, pop and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Und wenn du mehr haben möchtest als gerade genug,
dass sich alles für dich so verändert, noch mehr, als du dir überhaupt träumen kannst. Auch für diese Sitzungen im Rahmen der Arbeit. Dann melde dich jetzt zu einer Basisbehandlung bei mir an oder bei deinem nächsten Facilitator, wo immer du wohnst. Oder ruf mich für ein kostenloses Gespräch an. Kannst du anmelden mit dem Link hier unten und dann tun wir mal eine Standpunktanalyse machen, was genau deine Freude ist in deiner Bereicherung oder dein Dauerstress im Sinne von die wöchentliche Sitzung oder die Arbeit oder ob du schon nur noch Dienst nach Vorschrift machst und schon denkst, du bist mit dem Kopf schon lange woanders, obwohl dir eigentlich deine Arbeit gefallen würde. Okay? Das war wieder die Ruth Achillier-Fosa, dein Coach für mehr Lebensqualität. Ja, von mir bekommst du das wirklich. Melde dich, ich freue mich. Jetzt wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende und viel Sonnenschein im Herzen und denk nach über die Bewertungen, die du abgibst und was andere vielleicht auch von dir denken. Und was du da machen könntest. Okay? Tschüss.